nicht mehr. Langsam keinen Bock mehr drauf hier. Oh. Wenigstens schenkt ihr mir immer wieder ein bisschen Geld, aber das ist trotzdem nicht genug. Was mache ich denn da? Klauen will ich das doch. Hui. Und wieder plus 5000. Na, das lässt sich ja ein bisschen leben. So, haben wir noch ein paar Freunde jetzt hier. Da hinten natürlich. Ach Gottchen, wie ich sie alle lieb gewonnen habe. Ach, ihr wollt meine Stadt auch noch angreifen. Na du, da habe ich aber ein bisschen was dagegen, muss ich ehrlich zugeben. Fahrrecke! Leute, macht ihr die ganzen Dinger hier mal fertig? Ich finde das so ganz... Ah, danke schön. So, das war's auch. Den Planeten haben wir gesichert. Hui! So, haben wir noch ein bisschen Geld hier irgendwo gehabt? Irgendwo hatten wir noch ein bisschen Geld, genau da hinten. So, oh. Ich hab's geahnt, ey. Jetzt geh weg, du doofes Viech. So, wow. What the hell is this? Ich würde das eigentlich gerne mitnehmen. Spezies kann... Kann unter Wasser nicht überleben. Wieso unter Wasser? Ich will sie klauen. Verdammt. So, scan. Anstatt mir zu sagen, was das ist, ne? Alles bereits gescannt hier. Naja, gut, dann ist halt alles bereits gescannt. So, danke für die Hilfe. Trita, tralala, alles gut, alles frisch, alles tutti. Handeln würde ich aber gerne noch. Habt ihr denn vielleicht was? Gelände heben, Gelände senken, das interessiert mich überhaupt nicht. Non-Kolonie und Fassbar-Paket. Ja, ach nee. Hm, was haben wir noch so? Alliierten-Reparatur, Laser. Nee, das sind so Sachen, die kaufe ich mir jetzt alle noch nicht. Kommen wir uns irgendwann später. Atmosphärengenerator, okay. So, ich brauche allerdings jetzt erstmal noch ein paar Sachen. Und zwar brauche ich eine große Pflanze, haben wir schon. Einen Fleischfresser haben wir. Grundelfliege, intelligent, ich brauche keine. Brauche ich noch eine von diesen komischen Fliegenviechern hier. Dafür hätte ich allerdings gerne Pflanze. Was ist das für eine? Das ist eine mittlere Pflanze, alles klar. Und jetzt brauche ich noch eine kleine Pflanze. Eine kleine. Ist das eine kleine? Ja, das ist eine kleine. So groß haben wir ja schon, ne? Das ist jetzt eine, genau, kleine Pflanze. So, was haben wir? Haben wir einen Fleischfresser? Wir haben einen Fleischfresser. Jetzt brauche ich allerdings noch zwei kleine große Pflanzen. Das ist rotes Gewürz, gelbes Gewürz. Ja, kann ich nicht. So, ich handle die jetzt einfach weg. Das ist mir jetzt echt ein bisschen blöd hier. So, hier, komm. Obwohl, davon habe ich eigentlich so viele, ne? Egal. Weg, ich brauche den Platz im Slot. Jetzt brauche ich noch zwei Pflanzenfresser, ne? Ich habe ja gar keine mehr. Gewürz, mittlere Pflanze, ein Fleischfresser. Alles klar, ich brauche noch zwei Pflanzenfresser. Ja, dann hau die Dinger auch raus. Dann ist gut. So. Jetzt brauche ich also noch zwei Pflanzenfresser. Na, holen wir uns die da mal. Hier nochmal ein. Hilfe, das reicht mir. Ein Pflanzenfresser. Oh, ich habe die unter... Oh, ich habe sie versenkt. Das ist ja fast tragisch. So, einen Pflanzenfresser brauche ich noch, Kollegen. Ich glaube, ihr seid Pflanzenfresser, ne? Seid ihr Pflanzenfresser? Allesfresser. Nee, Allesfresser brauche ich nicht. Ich brauche schon Pflanzenfresser. So läuft das nicht. Gibt es überhaupt noch welche Pflanzenfresser? Jetzt mal ganz ehrlich. Habe ich auf meinem Planeten nur Pflanzenfresser? Ich sehe hier gerade nämlich gar keine. Hey, ich hätte gern Pflanzenfresser. Sind das Pflanzenfresser? Ich glaube es. Komm mal mit. Hui. Bist du einer? Allesfresser. Na komm, dann nehmen wir halt den Allesfresser. Ich habe jetzt keinen Bock, hier 3 Jahre rumzueiern. So. Dann werden wir mit dem Lager versorgt. Dann müssen wir jetzt aber ganz fix erstmal noch die anderen Sachen da retten, die ein paar Probleme haben. Nicht? Wo seid ihr denn? Ach, nur noch du hast Probleme. Captain, wir hätten gerne Hilfe. Okay, ich mache mich auf den Weg. Ich komme schon. Ich helfe euch auch. Ausnahmsweise. So. Ihr habt also Probleme, weil euch das Güblireich. Ja, das war so logisch, dass die blöden Aasgeier hier wieder mitspielen, ne? Das war... Oh, guck mal, die begrüßen mich sogar gleich. Ach, Mensch, ich bin dafür, dass wir ein bisschen mitspielen. Hallo? Kann ich die Dinger bitte fertig machen? Das hatten nur meine Alliierten Spaß, auch schon langweilig. So, noch ein paar Freunde. Hier, da hinten irgendwo, ne? Genau, hier vorne haben wir noch ein paar Freunde. Da hinten haben wir auch noch einen. Komm mal ran, mein Freund! Hallo, nicht die. Nein, ist gut. Mein Gott. Ich wollte die gar nicht treffen. Himmel, Halleluja. Da hinten wären noch ein paar Güblis. Ich gehe jetzt dahin. Da ist nicht so viel Trubel. Hilfe. Töten. So, haben wir die fertig gemacht? Werde ich jetzt noch angegriffen? Nee, ne? Nee, okay. Ich dachte schon, das war ja ein Missverständnis, dass ich euch getroffen habe. Mein Gott. Das war voll nicht geplant. Helfen die mir? Hey, die mögen mich jetzt. Schon wieder. So, mitten im Gebüsch ist auch noch was, okay.
uns das auch mal holen hier. Spannend. So. Haben wir noch ein paar Freunde? Nee, ne? Frachtraum ist voll. Ja, brauche ich aber nicht. Nee, das scheint es wohl gewesen zu sein. Aber ich würde mich gerne reparieren. Alles klar. Dann verzüge ich mich mal wieder. Oder? War es das jetzt? Ja. Den geht's wieder tutti frutti. Na gut. Dann wollen wir mal fix wieder zurück. Und zwar da hinten. Was ist hier? Oh, die kämpfen aber ganz tapfer. Du, also, die lassen sich echt nicht leicht einnehmen, wa? Ich kämpfe mit harten Bandagen, Leute. Mit harten Bandagen. So. Genau, hier hatte ich ja noch eine Kolonie weit, weit weg. Und die wollte ich sichern. Lass uns doch mal dahin fliegen. Genau, jetzt hier mal Henzer. Henzer, der Planet Henzer. Ich finde den Namen ja sowas von schlimm. So, wie sieht's aus? Noch läuft's. Gut, ich bin dabei, das Ganze wieder zu richten. Und zwar brauchen wir ja noch Slot für mittlere Pflanze. Genau, so, komm mal ran hier. Wachs mal. Hey! Und dann natürlich brauchen wir noch einen Slot für eine kleine Pflanze. Hey! Zack, du hast den T-Score des Planeten stabilisiert. Juhu! Jetzt wollen wir zwei Pflanzenfresser. Haben wir denn da einen? Jo, natürlich. Hier haben wir noch einen. Zack. Lebe du hier. Und dann haben wir den Zack, Aasfresser. Lebe auch du hier. Dann haben wir noch das Viecher, den kleinen Fleischfresser hier. Und zack, lebe du auch hier. So, du musst den T-Score des Planeten erhöhen, damit die Spezies überleben kann. Okay. Nee, passt aber, ne? Slot für einen Pflanzenfresser. Ich brauche noch einen Pflanzenfresser. Ich habe hier keinen mehr. Oh, naja, egal. So, jedenfalls hat der Planet jetzt auf jeden Fall T-Score 1, da wir die T-Score jetzt stabilisiert haben. Obwohl, ich glaube noch nicht ganz, ne? Uns fehlt immer noch ein Pflanzenfresser. Ich muss mir jetzt schnell einen Pflanzenfresser noch besorgen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Was ich alles holen muss, ist ja schon schlimm, schlimm, schlimm. So. Wollen wir mal gucken, wo habe ich denn jetzt hier noch einen Pflanzenfresser, wenn ich mal so fragen darf. Da sieht nicht so gut aus. Da ist Leben auf dem Planeten, ne? Ist das richtig, wenn ich jetzt so gucke? Wo auf dem Planeten? Ja, auf dem Planeten war Leben. Ich glaube, wenn dieses Zeichen da ist, heißt das, dass es Leben ist. Und dass da schon Leben existiert. So, Freunde, wenn da schon Leben existiert, nicht? Dann seid mal so frei und schenkt mir einen Pflanzenfresser. Oh, das sind aber sehr lustige Viecher hier. Der Discord dieses Planeten ist auch nicht gerade so wunderschön. Ja, du, ich hätte ja gerne ein paar Pflanzenfresser gehabt, ne? Huch, gibt's überhaupt Tiere? Laut Plan soll es hier Tiere geben, aber ich sehe gerade ehrlich gesagt keine. Gibt's überhaupt Tiere? Nicht gescannt. Also es gibt hier wohl eine Pflanzenfresserart. Fragt sich nur, wo die ist. Oh, hier ist was. Irgendwo hier im... Ach da, im Himalaya. Schau an. Na dann, Freunde, denke ich, dass ich mir euch mal hole, wa? Ah, viel zu viele Sachen. Weg damit. So, Spezies unter Wasser nicht überleben. Platziere sie an Land. Gar nicht, sie zu platzieren. Haben wir das Viech. Wir haben so einen Sesel. Genau, Eki. Ein Pflanzenfresser. Auch schön. Was habe ich denn jetzt hier noch? Der will mir irgendwas erzählen, dass ich hier irgendwas hab noch. Ich weiß allerdings echt nicht was. Was soll denn da sein, Mann? Ich hab doch schon Pflanzenfresser gefunden. Was will ich denn hier noch? Hä? Was soll er mir geben? Ich brauche nichts mehr, komm. Versteht sich, was er will. Ich sehe da nichts. So, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Planeten, um den T-Score völlig zu stabilisieren. Ist geil, ne? Ein Planeten immer eben so schnell auf T-Score 1 gebracht. Ah, das kriegen wir hin, du. So, genau, am Rand des Universums. Oder zumindest ein wenig weiter weg. Oh, da hinten ist wieder so ein Stern, da könnten wir auch mal wieder hinreisen. So, dieses Sonnensystem gehört eindeutig uns. Dann möchte ich jetzt noch schnell mit einem neuen Vieh stabilisieren, dann hat sich das erledigt. So, Slot für Pflanzenfresser. Schnecki, komm, lass dich hier nieder, mein Schneckchen. Fertig! Oh, was ist das? Och man, du hast das Teil des Ökosystems fertiggestellt und kannst nun verbesserte Kolonien errichten. Juhu, Zoologe Plakette 1. Ah, cool. So, super. Hier haben wir jetzt ein bisschen was fertiggestellt. Ugh. Natürlich werden auch gleich drei oder vier Sachen auf einmal angegriffen. War ja fast logisch, ne? So, wir können das hier auf jeden Fall jetzt verbessern. Dann wollen wir das mal tun. Und zwar, huch, würde ich ja mal sagen, dass wir was tun. Ach, hier müssen wir erstmal wieder Häuser bauen. Oh Gott, nicht schon wieder, ne? Etwas zur Verteidigung wäre ja schon mal ganz schön. So, eventuell ein Häuschen, ne? Ne, eine Fabrik habe ich jetzt angetippt, ne? Na ja gut, dann basteln wir mal schnell eine Fabrik. Och Gott, los, schnell, jetzt irgendwas Schnelles hier. Ich habe jetzt keine Lust, hier mich wieder drei Jahre irgendwas rumzutüfteln. Dieses Bauen geht mir langsam, ehrlich gesagt, ein bisschen um Kack. Fände ich echt schöner, wenn man sich hätte einfach von anderen Dingen schon was aussuchen können. Das wäre echt besser gewesen. Also finde ich jetzt hier vom Spiel her. So, jetzt schnell hier irgendein Ding ranbauen. Natürlich ein großes Tor, wir sind ja ein bisschen protzig hier, ne? So, schön großes Türchen ran.
Ein Fensterlet können wir auch noch schnell hinbringen. Setzen wir hier oben einfach so ein kleines Kuckloch hin. Hui, ein ganz kleines natürlich. Die Fabrikarbeiter sollen ja schließlich nicht zu viel vom Tag mitbekommen. So ein Spannungsgerätchen können wir hier anbringen. So. Tschüt. Nee, ganz klein natürlich. Und natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht. Ja, so ist ein bisschen kacke. Machen wir so. Haben wir hier noch so einen komischen Kuba-Dampfer, was auch immer das sein soll. Lassen wir das jetzt einfach mal so. Genau, dampfen um dein Leben. Und dann weiß ich auch nicht. Wenn wir noch so ein Ding auf die Spitze an, dann haben wir es eigentlich hinter uns, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. So. Uff, was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, nee, mein Freund. Immer schön nach oben hier. Spitze in den Himmel! So. Malen wir das Ding noch an. Schnell irgendeinen Farbton hier rausmixen. Was haben wir denn da? Zack, zack. Irgendwas, was mir halbwegs gut gefällt. Oh, sieht gar nicht mal so übel aus, ne? Das sieht gut aus. Das nehmen wir, das nehmen wir. Fabrik benennen. Weiß ich nicht. Namen geben. Fantastico. Der schnellste Name, der mir jetzt einfiel. Die Fabrik Fantastico. Sie stellt ihre Spielzeuge schneller her, als sie Spielzeug sagen können. Und wenn nicht, gibt kein Geld zurück. So. Das hätten wir. Jetzt aber ganz schnell hier. Will mich nämlich schließlich ja nicht 3 Jahre hier damit aufhalten, ne? Wieso heißt es, dass die Bewohner sich beschweren? Hier gibt's doch gar keine Bewohner. Ich habe noch gar kein Häuschen. Ich bastle erst jetzt ein Häuschen. Design ein Häuschen. Aber gerne doch, mein Freund. Und zwar ein kleines, schnelles Häuschen. Guck mal den hier und dann... Zack, guck mal den hier. Oh, das wird aber ein geiles Haus. Das wird ein sehr geiles Haus. So. Jetzt brauche ich noch so ein Längsdach. Vielleicht geht ja sowas. Das Dach kann ja ruhig überstehen, ne? Das interessiert ja keinen. So. Ja, das sieht gar nicht mal so übel aus, ne? Jetzt haben wir hier noch ein kleines Türchen vielleicht. Zugbrücke. Ach, guck mal, so ein Sozialeingang sieht doch mal gar nicht mal so übel aus, ne? Wenn ich hier so anbringen, oder? Ne, ich finde den gar nicht so schlecht. Vielleicht ein bisschen grün. Ne, so vielleicht. Ein bisschen kleiner, natürlich. Oh, der sieht geil aus. Na, dann bringen wir den mal hier an, würde ich sagen. So in die Mitte, ne? Mitte vom Haus, so circa. Das sieht doch ganz gut aus. So, haben wir noch ein Fensterchen, dann haben wir noch 2 Stück hin. Wir basteln gerade so ein ganz, ganz klassisches Haus. So. So, und dann würde ich sogar sagen, das reicht, ne? Nicht, ich würde fast sagen, das reicht. Obwohl, hier können wir noch so ein Pavillon hier noch anbringen. Zack. Schön hübsch hier. Es werde Licht. Was ist denn das? Ein Fledermausviech? Ich weiß nicht. So, dann noch schnell ein kleines Anmalfutzichen hier. Ein bisschen anmalen. Ja, das sieht schon so... Das sieht düster aus. Oh Gott, das sieht komisch aus. Sieht aus, als hätte das irgendeine Vireninfektion abbekommen. Ach, das sieht doch ganz schick aus. Das hat ein bisschen Stil. Ja, das kann man nehmen. Wir nennen's Fledermaushaus. Fledermaushaus. Ganz schlicht ein Fledermaushaus. Ich weiß nicht, da fliegen gerade Viecher rum und ich frage mich immer noch wieso. Aber egal. Ist das jetzt ein Fledermaushaus? So. Dann hätten wir natürlich hier noch ein paar Bewohnerle. Einmal natürlich noch ein paar Bewohnchen. Bewohnchen. Nochmal und... Komm, dann basteln wir noch ein Unterhaltungsgebäude und dann haben wir die Stadt ja immerhin fertig. Pass auf, dann war das hier noch hin. So, so. Ja, so vielleicht. Und dann zack! Bisschen breiter. Zack, das wird das Multiplex-Kino! Das könnte echt so ein super Kino werden. So ein ganz normales Sekundärspitzdach ist auch schon eine hübsche Nummer eigentlich, finde ich. So, selbstverständlich. Und dann haben wir das schön breit gemacht. Nicht zu weit, muss ja auch ein bisschen nach was aussehen. So. Einen hübschen Eingang. Nehmen wir mal das da. Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Schön hoch, natürlich. So, wir wollen ja Eindruck schinden. Muss ja ein Multi-Eingang sein. Ein Fenster. Naja, gut. Nehmen wir hier mal so ein ganz großes einfach nur. So für einen Kinosaal oder so. Was weiß ich. Zack. Was, so Leinwand nach dem Motto Leinwand? Hey, yo. Na, das lässt sich doch sehen, ne? So ein schönes Leinwand. Schönes Leinwandgestühl, der wieder. So. Kommen Sie heute ins Kino und erleben Sie die Superman... Reihe aus dem Spore-Universum, keine Ahnung. Und noch so ein Dings hier ran, ne? Bisschen Reklame. Leute, kommt einkaufen oder ich töte euch. So. Bisschen Angst eingejagt. So, was haben wir hier noch? Nein, nicht so hübsch, ne? Ein Kubus, vielleicht ein Kubus. Ey, Donut hatten wir auch schon. Donut. And then Donut. Ne, an sich eigentlich nichts mehr Hübsches, ne? Eine Eichel. Ne, eine Eichel brauche ich jetzt nicht. Zweideutigkeit. Hust. Ne, okay. So, Hängezahn. Ne, hatten wir auch schon so oft. Mann. Mal das Ding hier mal so drauf. Sieht ja vielleicht gar nicht mal so übel aus. Ah, hey. Oh Gott, was mache ich denn hier? Das lässt sich ja ein- und ausbauen, wa? Hä, lustig. Können wir das ja vielleicht hier so anbringen, weil sie nicht so als Fensterbank oder sowas oder als Verzierung, keine Ahnung. So. Bringt das denn was, wenn ich das jetzt nach außen baue? Ne, das geht dann rein. Egal. So, anmalen.
lalalalalala.